Ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und hier war ja nachher der Bossraum. Geh mal wieder zurück. So. Jetzt sind wir schon mal wieder oben. Kommen wir noch höher? Was war das? Ein Loch? Ne, hier waren wir ja schon. Ach, Mist! Verdammter! Trinken. Also das ist hier ein Akt, ehrlich. Ein Akt der Freude. Wenigstens sind die One-Hit. Von oben kommt auch keiner mehr. So, da sind wir schon runtergesprungen, da auch. Aber führt kein Weg mehr nach oben? Ich weiß, das muss hier irgendwo gewesen sein. Aber wahrscheinlich weiter oben. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Mal sehen, wenn da. Da hinten, ne? Nee. Hier vorne war das. Nee, das war da hinten. Wenn da hinten der Eingang ist, dann muss das da irgendwo sein, auf der Seite. Also ich weiß, wonach ich suche, aber es ist schwer, euch das zu erklären. Hier komme ich wieder hoch. Schild nach oben. Ne, da sind wir runtergefallen. Und hier kommen wir hoch. Und hier fallen wir irgendwo runter. Ich glaube zum Leuchtfeuer oder so. Müssen wir jeden Gang abgehen. Anders geht das nicht. Runter mit dem Schild, verdammt. Das ist. Also. Geht ja gar nicht.
Nee, das... Von hier sind wir gekommen. Verdammt. Links ist nichts. So, das hier sind wir alles abgelaufen. Hier sind jetzt auch keine Skelette mehr, die haben wir alle vernichtet. Ich weiß, ich war in irgendeinem Gang, wo es ganz tief runterging. Das weiß ich noch. Und dann war Schluss. So, hier ist nichts. Da kämpft einer. Wahrscheinlich levelt der gerade. Und von da sind wir gekommen. Das heißt, es geht im Prinzip nur rechts rum. Wo wieder ein Rundweg ist. Oder gleich hier vorne raus. Wo aus es hier lang geht. Da war hier der erste Schalter. Und da ist das Bonfire. Ich schaue mich jetzt hier so lange um, bis ich diesen Mist wiederfinde. Aua. Ich hab's gefunden. Hier wollte ich her. Okay, wieder zurück. Wo war das jetzt? Ja, ist nicht so schlimm. Da oben. Ah, es zeigt uns den Weg. Ja, endlich. Meine Fresse. Hat das lange gedauert. Da war der Abgrund. So, jetzt seid ihr alle dran. Damit mir auch keiner hinterherkommt. So, und dann bin ich hier runtergefallen. Das heißt, hier muss ich lang. Ja, stimmt. Hier bin ich wirklich noch nicht gewesen. Das heißt, ich könnte sogar noch was Nützliches finden. Nee, hier war ich schon. Und warum bin ich nicht weitergelaufen? Ich glaube, weil mir das zu dunkel war da unten. Und weil ich nichts gesehen habe. Aber es sieht so aus, als wenn man den Loot dort kriegt. Ja. Grüne Scherbe. Pass auf, Schmied. Trinken. Na endlich, es wurde aber auch Zeit. Be gone with you. You spoil my focus. Ja, das wollen wir natürlich nicht, aber geht nicht anders. Da kommen wir dann zu den Rädern. Und du bist der Schmied, den ich gesucht habe. Entweder ist er zu hoch gestellt, der kratzt so in der Stimme. Flammenglut hergeben. Yes, yes, very well. We'll get these
these old bones to work. Also, Ausrüstung umwandeln. Das Langschwert wird jetzt ein Feuerlangschwert. Okay. Das war's schon. Dann Waffe verstärken, Feuerlangschwert. Braucht jetzt grüne Scherben. Davon habe ich genug. Okay, damit ist das durch. Feuerlangschwert. Braucht roter Brocken, um umgewandelt zu werden auf Feuerlangschwert plus 6. Roter Brocken haben wir noch nicht gefunden. Kann ich den vielleicht bei dir kaufen? Nee, nur Heimkehrknochen, kleine Scherbe und das war's. Ja gut, Heimkehrknochen kann ich immer gebrauchen. Apropos, hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen? Naja, aber man kann es ja mal versuchen. Das ist mir egal. It's just me and my trade. I would be of no help to a righteous warrior such as yourself. Das ist mir so ziemlich egal. I've told you I have nothing to discuss. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. I'd be of no help with that ember from New London, of course. It's a shame the whole place was flooded. Naja, ich hab dir ja schon mal die Flammenglut gegeben. I've told you, if I haven't stood... Unless I have the flame of that legendary witch. But that will require a visit to Lost Izalith. Impossible. Okay, die legendäre Hexe von Izalith, die wollen wir sowieso noch machen. Das ist ein schöner Tipp von dir. I've told you, if I have any... But that... Okay. Now, where have you gone? Ach, jetzt auf einmal? Fragt er, wo ich hin bin? Jetzt, wo ich abhaue. Nein, wir benutzen einen Heimkehrknochen und porten uns dann weg. Endlich geschafft. Gott, wurde das Zeit. Ach, schön. Wir haben ein neues Schwert, das wir vielleicht sogar in dem neuen Gebiet verwenden können. Waffe verstärken? Nein. Teleportieren? Erstmal zum Feuerbandschrein. Und jetzt wissen wir wenigstens, wie wir zum Schmied kommen. Gut, dann teleportieren zum Archiv des Herzogs. Und später, wenn wir bei den Muscheln sind, können wir das Schwert wechseln auf das Feuerschwert. Ich muss gleich mal die Werte vergleichen, aber ich glaube, das war weitaus schlechter als unseres. So, 188 plus 96 und das Feuerschwert, Astora-Schwert, Feuerlangschwert. Gerade mal 144. Dafür noch 144 Feuer. Vielleicht machen wir also doppelten Schaden. Das wäre optimal, dann wären wir so circa bei 300 und mit dem roten Brocken haben wir es komplett aufgestuft, dann geht nichts mehr. Schade, kein Backstab. Ist egal. Hauptsache, du bist weg. Gut, wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was auf uns wartet. Den Fluchbissring haben wir noch an. Werden also nicht verflucht. Oder nur schlecht. Das ist auch gut gegen solche Kröten, die andauernd diesen ollen Fluchnebel machen. So, den ganzen Weg wieder runterlaufen. Ach Gott, nee. Da freue ich mich ja. Moin. Es ist ein ganz schön weiter Weg, wisst ihr das? Es ist so fies, dass sie mir das antut. Diese Schmetterlinge tun uns überhaupt nichts. Das finde ich toll.
Und später, wenn man dann mit einem Bogen ausgerüstet ist, kann man hier gerne hin zurückkehren und die ganze Zeit abschießen. Alle umhauen. Obwohl die dann sehr schwierig werden dürften, wenn die wirklich so sind wie der Boss, der Mondlichtschmetterling, den wir getroffen haben. Nee, hier war richtig. Dann gehen wir weiter. Wow. Gott, oh Gott. Dann müssen wir da runter und immer geradeaus. Genau, und dann kamen wir zu den ganzen Muscheln.